Ich sitze sogar im EBR. Ach. Lass mal. Ein EBR fährt direkt zum Hill. Ihr fahrt direkt mit Bedjet und 260ern, 277 rüber. Zwei Chiefs stehen Andere. hier. Zwei Chiefs stehen hier. Ein Chief steht hier. Was macht das 907? Und A1 oder so. Der andere Also, das sind EBR. Ringe. Mir ist auch die Seite hier, ist eigentlich egal. André Bär macht einfach hier einen passiven. Muss nicht sterben, das reicht schon. Ich bin auf. Boah, ich bin auch schon auf. Ob der uns gesehen hat, noch im letzten Moment, falls er rübergesprungen ist. Gehen wir den Hill an oder gehen wir hier parallel zu den Schienen? Wir brauchen auf jeden Fall welche am Hill. Ja. Brauchen aber auch welche hier. Ja, ich gehe an die Schiene jetzt. Schon Ich gerne gut Hill. hier. Ah, zwei Hill und Mit das dem Rest Chief muss bleibst du im unten Loch fahren. am besten. Hier scheint nicht viel zu sein, Gap, oder? Bis jetzt bin ich hier alleine. Also ich kann mal rüber gucken. Wieder Ja, der auf. EBR ist in der Mitte. Ja, die werden wahrscheinlich einen Ja, die Sektor kommen wir alle, abholen. die kommen wir Also, alle. okay, dann farmt sie von der Mitte ab. Ihr könnt auch beide eigentlich schon hier rüberfahren. Gap, du holst dir das da hinten. Ja. Guck mal, ob du die Arti findest. Mit den Chiefs Ah, können die wir eventuell sogar overpushen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich fahre mal auf das 2684 einfach drauf. Sollen wir nur an den Schienen bleiben oder auch in das erste Karat pushen da oder Kästchen hier rein? Kann ich jetzt gerade schlecht sagen. Du selber entscheiden. 30 User AFK. Können wir den S-Kong farmen hier? Ich rüber. Steht safe. Schieß nicht auf das 430 oder das AFK, scheiß auf ihn. Arti Strike ist raus, komplett verkackt. Ich geh ihn an. Okay, ich gehe ihn doch nicht an. Alter, diesen der 1430 haben sie zurückgestellt. Der HP, 277. Okay, das hier killen jetzt. 2684 killen, come on. Ich Ach, hab noch einen scheiße. Schuss. Ich hab noch einen Schuss, den kann ich ihm geben. Nach nur geredet. Ja, kill ihn einfach, Gap, bevor er aufwacht. Oder hol Ja. dir die Arti, ist vielleicht sogar noch besser. Ja, moin. Weißt du, kannst ja am Wegfahren killen. Warte, ich cross mal rüber. Da ist die Also, Adi. es war ja einfach, ne? Ja, weil ihr so gut seid. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich mit Razor da überhaupt überlebe. In der Ecke. Ja, die haben ja komplett sich weggewastet, ey. Haben sie euch überhaupt richtig gesehen? Weil. Ja, aber die haben uns Ja, einfach mal raus weggeignoriert. zwischendurch. Sie wollten unbedingt Och! das 907 haben. Die Sauna ab. Guck mal, er rammt mich. Yay! Du musst halt. Das Problem ist, um A3 zu pushen, musst du bis A2 Ja, fahren. Ramin! Ramin Nicht tot. durch. Mit dem EBR. Mit dem EBR tot, Ram. Batz. Hat dich das 971 gekostet? Ja. Ja, Bluescreen, ich werde das mal probieren. Der eine EBR von den Gegnern hat auch 500 RAM für mich. Ich habe auch 500 RAM an ihm gemacht, wenn er mich gerammt hat. HP sind zum Investieren da. Er hat halt gar keinen Schaden gemacht. Ja. Will ich auch nicht sagen, das so ein. Weiß ich, wie viel wiegt ein EBR. Das war doch mal entspannt. Keine Ahnung, musst du doch wissen. 17. Das sind 17 Tonnen Vieh, also 60 Tonnen Vieh, einfach mal Schaden machen. Will ich nicht erwarten. Ja, komm, 55 Tonnen sind nicht viel. Ja, in halt 55. Ja, trotzdem, Alter, das ist kein Malle großer gleich Unterschied. hinterher. Auf nach Malle. Also, ihr kennt das Spielchen. 3 im Objekt 261 oder GWE. Kein Das wieder GC, los. keine GC. Nur GWE und 261. Am besten Vier Leid. 261. Bestimmt wieder vier Leid. Ja, vier Lights. Ja, schon, Rest oder was? Mediums, beziehungsweise hier vorne zwei Chiefs hin. Ihr müsst diesmal drauf achten, habe ich letztes Mal schon mal gesagt, wenn die hier einen Push machen, brauchen wir was in der Ecke. Nimm mal noch einen Stritzwagen mit, den stellen wir einfach von Anfang an hier hinten irgendwo rein. Der kann auf jeden Fall farmen, wenn die kommen. Mache ich. Boah, ich will Stritzwagen fahren. Die kommen doch sowieso nicht. Wir können auch Double SRV nehmen. Double Oh ja. SRV, die fahren beide hier am Anfang hier rüber, irgendwo im Wald. Bei Heavys hier, Rest Mediums, beziehungsweise vier Lights, ein Light Jodel direkt hier rüber, Support von den drei Artis. Eins, zwei, drei. Ja, passt. Boah, Doppelstreuwagen finde ich ein bisschen böse.
Erstmal Carbonet mitnehmen und schauen. Ein EBR hier, drei EBRs gewinnen den Hill erstmal. Wenn dann also wir haben jetzt, dann gehe ich jetzt auch noch auf ein EBR oder was von einem Chief. Weil ich sehe nur drei EBR. Zwei Chiefs. Ja, ich sehe aber das. Nur drei EBRs. Mach das. Deswegen. Ja, mach das. Ja. Du strikes selber oder gibt es eine Art, die. Kannst auch einen Stritzwagen geben. Ja, oder. Das wird ja nichts zu tun haben. Glaubt man nicht, du. Wenn ihr da hinten in der Ecke steht, K0, leben nicht. Ja, aber kommen, wenn die Gegner wieder durch die Mitte pushen? Ach, wie die letzten paar Male. Ich habe zweimal Male gespielt und zweimal sind die durch die Mitte gepusht. Ich bin ein wenig leiser als die anderen. Ja, letzten kann Wochen. Sein. Oh, haben die nicht schon mal gespielt? Nee, aber allgemein, wenn wir auch mal die noch gespielt haben. Allgemein. Haben wir doch auch schon gesehen letztens. Alle wichtig. Naja. Muss so eine neue Metataktik sein, habe ich gehört. Naja, entweder oben rum in der Mitte oder unten. Mhm. Was. Neue Totjodeltaktik. Oh. Einfach die Runde wegschmeißen und passt schon. Ja, die darf ja auch keine 5 Minuten dauern, das geht ja auch nicht. Ja, eben. Ist nur Zeitverschwendung. Ach Gott. Was hatte ich denn, war das gestern? Doch, ich glaube, gestern Mittag war das. Siegfriedlinie, 10er, reines 10er in genau 4 Minuten erledigt. Komplett. Krank ist das. Oder Sam weiß noch heute, wo wir auf Proko waren, wo sie alle irgendwie drum weggejodelt haben. 703, 1-2er lang, VK durch die Mitte und so ein Scheiß alles. Alle vier Mats, alle vier Mats am Anfang abwählen. Och, Camper gegen Camper. Nice. Die haben uns nachgemacht. Ah. Ziemlich ehrlich, ne? Beam Snipe. Ja. Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum wir zwei Stritzwagen im Angriff haben. Ja, wir haben drei Artis und dann ist es oft so, dass die Gegner dann denken, oh, wir müssen die pushen. Mhm. Okay. Ich kann auch mit dem Stadtwagen angreifen. Merke ich mir. Ja, das kannst du halt wirklich gegen die Mediums machen. Halt auch und los geht's. Von scheiß Haus. Ich hab Optiken da drin. Ich Leute, ich brauche hier alle. Support mit den Mediums. Ihr müsst abaimen. Hast du Optiken oder Schere? Optiken. Ja, aber Schere macht viel, viel mehr Sinn. Fuck, ich sehe nichts. Nicht Optik ist ja ganz wild. Ich fahre den als Angriffstank. Ja, aber ich habe jetzt extra für Bälle habe ich jetzt Carbonite mitgenommen, macht aber mehr Sinn. Weil du siehst ja, du bist ja, dir wird ja was gespottet. Ja. So sehen wir jetzt irgendwo was. Ein Matt nimmt sich die Posi noch. Jetzt. Ich. Ist ja nix. Hill ist frei. Die gehen noch komplett hier oben wie ein Ball. Hill ist frei. So, einmal mal alle Bäume umwerfen. Da fällt ein Baum. Jetzt da kommt Hill Push. Die gehen komplett Hill, wir müssen Hill gehen. Hier ist ein EWR. Okay, dann Streuwagen schon mal weiter hinten rein. Moin. Die Artis können sich doch auch eigentlich schon mal. Artis können sich eigentlich auch schon mal verlegen, oder nicht? Er jodelt mich halt. Geh mal, Razor, geh mal hier unten hin ans Wasser, dann kannst du mich nochmal supporten, wenn sie mich jodeln. Oh ja, die jodeln dich aber richtig. Ist doch fein drauf, jodeln. Kurva, ja, komm, fahr mal rüber mit einem Medium, nimm die Position. Artis haltet auf den Berg. Mit den EBRs, einer hält den Spot und einer fährt hier rüber, macht da Damage, wenn's geht. Ja, ich hätte da nicht vorfahren dürfen und ich hätte einfach hier bleiben müssen im Busch. Maverick, du siehst das, wenn die vom Berg runterkommen? Ich seh das. Okay. Wir brauchen gleich diesen Medium da, wenn wir das hier haben mit einem anderen Medium. Das Problem ist natürlich, die können es immer repushen, aber da müssen wir jetzt drauf eingehen. Ja, die hat. Die werden sich nicht zeigen, die, oben an dem Busch ist gleich einer. Da ist ein EB auf dem Feld. Da ist ein Baum gefallen. Ja. Auf dem Höhe, also oben drauf. Ja, ich fahre mal in Richtung Baum. Ich fahre jetzt mal weiter zurück. Da hinten steht was in dem Baum. Beide Artis haben. Von wo? Kann ich nicht sagen. Ich hab nur Splash. Also fahr mal rüber. Willst du doch jetzt gehen oder nicht? Ach. Warte. Da oben steht alles voll in der Ecke. Haut doch mal mit den Artis da rein. Mach ich doch gerade.
Okay. Ich glaube, ich drei. Oh. Schießen, verlegen. Schießen, verlegen. Alter, warum fliegt da jetzt kein Damage rein? Alle drei offen. Warte, ich schlag's raus von denen. Na, okay. Wir müssen uns das hier, wir müssen uns das hier die ganze Zeit wir können, hinter der Buschreihe. Wir können den Hill nicht repushen, Mann. Das geht nicht. Wir müssen hier einen Medium reinkriegen. Ja, Maverick, kannst du irgendwo passiv hinstellen? Macht ihr mit den Artis noch Shots hier oben rein? Oder? Ich hau ja, die ganze Zeit in die Ecke da oben. In die Buschreihe. Na, macht, kennt ihr diesen Busch dabei? Das ein Hammer? Medium bleibt hier. Ne, wir pushen jetzt mit allem, was hier ist. Pusht jetzt erstmal diese Ecke und holt euch dann Scheiß da. Ein SCAV verlegt sich hier rüber. So, und du machst jetzt Spots auf den Scheiß. Guck mal, ob hier was aufgeht. Ich fahr Critical. Da steht ein EWR beim 140. Müssen halt mit den Artis wirken. Vor. Jedes Mal, wenn der Reload durch ist, muss da ein Ei fliegen und auf irgendwas am besten was auch treffen können. Also, die vom Hill oder so, die blinden hier hinten alles. Ja, das ist ein Riesenproblem hier, der Scheiß. Ich hab halt also, Scheiße gespielt, denn leid. Ruhig bleiben, alles immer noch. Kriegst du immer noch Blindschutz da? Oder? Ist halt nichts offen da oben. Ja, ich fahr nicht so weit rein, da steht noch mehr. Und ihr ist 7 da. Ich glaube, wir können einfach in Tod fahren. Ich sehe das nicht, wie wir das gewinnen, ohne Scheiß. Sehe ich nicht. Ja, ihr müsst das aggressiv hier angehen, ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, aber du weißt nicht, was da links zum Beispiel. Drei EBRs alle immer noch leben. Alle. Das ist ein Riesenproblem. Ja, das stimmt. Ja, cool, die fahren alle wieder runter. Stehen immer noch oben in der Ecke. Aufwischen. Ach, Artie. Ja, fahrt den Tod, Alter. Es ist, wir haben, die haben 4 Tanks vorne im 12 KP, die haben 20 KP. Scheiß drauf. Fahrt einfach rein oder ins Wasser oder so, ist egal. Was? Ist durch, keine Chance. Los, Maverick, komm, wir gehen die Artis hier oder noch. Aber das weiß der keiner, wie viel wir gewirkt haben oben in der Ecke, ne? Das ist scheißegal. Ist auch, dass sie nicht raus sind. Muss er rein machen. Die haben doppelt so viel AP, Oshi, die haben 6 zu 0. Okay. Das ist ja sinnlos. Einfach ich los. Hab mich befehlsgemäß versenkt. Ich kann das gar nicht. Schwimmflügel dran hier. Das hast du bei der Bundeswehr gelernt, ne? Alles zu machen, was dir gesagt wird, auch wenn es sinnlos ist. Naja, ab 1,50 Meter Wassertiefe fängt der Soldat mit Schwimmen an. Aber selbstständig. Du vergisst immer, dass ich derjenige war, der kommandiert hat. Oh. Bleib stehen, Leo. Diese alle im Wald stehen jetzt wieder. Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht, ob man am Anfang mit 3 EBRs da hochfährt oder ob man einfach sich auf den Gegner EBR, der kommt hier, kommt einfach Rulo drauf. Der wäre auf jeden Fall schon mal tot gewesen. Der muss weg. Ich wollte hier mit. So, jetzt versenken. Hier mit dem Doppel-EBR und hier unten ein. Ja, dann kommen die auf dem Feld mit 3 EBRs und nehmen dich auseinander. Hackfleisch, du geile Sau. Haut hier wieder 5 Abos raus. Vielen, vielen Dank. Hätten die nicht kommen sollen? Ne, wir waren am Angreifen. Aber die haben alle Positionen gehabt. Fährst auf den Berg, kommt da unten, fährst unten, kommt auf den Berg. Hallo Crash, vielen Dank für deine 5 verschenkten Abos, hab gleich. Vielen, vielen Dank. Ja. Zu viel gecampe. Ja, da haben die jetzt wirklich eigentlich als Map Malle und Proko beides zusammen. Spielen wir es wieder so wie eben, ja? Nehmen wir uns die Mitte. Ne. Ich war schon. Oh, ich kann Minen. Eine EBR, der hier oben spottet eine Art, sonst in Mitte. Zwei STBs oder so ein Chief hier. Um gegebenenfalls C1 zu nehmen, falls die da nicht hinfahren. Keine 140er, brauchen wir nicht. Nur Heavies. Ja. Ich fahr mit dem Chief auf A3. Ich habe auch den Arti-Strike. Ach, ich weiß mal, wo du spawnst. Ist mir egal. 279, fragt der Legio. Chief. Hat er keinen Discord? Er kommt damit nicht klar, hat davon bei dir im Chat geschrieben. Das ist der Tor bei dir aus dem Chat. Achso. Das geht irgendwie nicht. Und er hat zwischendurch hier reingeschrieben, ob wir ihn hören können, habe ich ihm Nein geschrieben. Der ist aber im richtigen Channel.
Ja, aber er kann nicht sprechen irgendwie. Er hat anscheinend sein Windows irgendwie nicht passend oder Discord nicht passend eingestellt. Es kann auch sein, dass der Computer von sich aus gemutet hat. Musst du dann... Genau, ja, das hatten wir auch schon mal. Du musst halt das Standardmikrofon benutzen. Dann funktioniert es auch. Also dass das Windows so. Von sich aus das Mikrofon gemutet hat, nicht Mikrofon Discord. Als Standard definiert. Vielleicht danke für deine verschenkten Abos. Das haben wir schon mal durch. Hallo, muss in die Einstellung und dann Fehlersuche und dann findet er das so. Ja, Mikrofon, Fehlersuche und dann findet er es meistens. Düsseldorfer. Hey, Tobias. Was geht, Adam? Wir haben uns ja schon wieder auf 1-2 hochgearbeitet. Hm. Hochgeschlafen, was? Ja. Aber nach der Runde sind ja die abgezogenen Punkte von jetzt wieder weg. Ach, wir kommen da heute noch hoch. Wir müssen jetzt mal im Gewinn, dann geht das so. Läuft ja dies also heute schon besser als letztes Mal. Letztes Mal war Hoshi auch auf Schmerzmittel. Ja, stimmt. Warte, morgens die Zahn-OP. Vorzuspitzenresektion. Ah, nochmal Schmerzmittel. Alles fresh, ne? Zahn-OP. Guck, das Spiel will auch, dass ich zu C3 fahre. A3. Hier Weisheitszähne rausnehmen ist auch nicht geil. Was wollen die mit den 50s? Weil die erste Fahrt sind, dass mitten durch die Stadt fahren, also hier durch. Naja. Okay, mit 250 sind. Also zwei Chiefs mit mir hier rüber, der Rest fährt erstmal Mitte. Die BRT hoch. Jo. Wieder erstmal nur da halten und gucken, was kommt, oder gleich durchfahren? Fahr. Nein, nicht durchfahren. Ja. Erstmal gucken. Okay. Wir sind ja am Deffen, ne? Ja, stimmt. Ja. Ich mich jetzt hören, Jungs. Naja. Wir hören dich. Ja, wir hören dich jetzt. Genau. Ja, die kommen auch hier. Super. Ah. Dann einfach besser sein. Hier die Chieftains, ihr müsst schon farmen da rein, ne? Das CB kriegen wir raus. Hier steht er alle dicht nebeneinander, ne? Das Kutsche und Co. Weg. 9, ja. 8 Sekunden noch für den Artist Track. 50s Clip. Ach, die 50s Clip. Die stehen alle dann am selben Haus, ja? War nix ran, ne? Eins noch unspottet. Ja, nehmt euch mit mal mit Chief Tens C1. Jetzt. Fahrt möglichst an der rechten Hausseite raus, wegen den 50s auf der Insel. Das aus. Du musst doch gar nicht so negativ traden. Wir können doch auch eigentlich erstmal kurz abwarten, was die machen, oder nicht? Ja. Wenn ich so viel Glück haben, ey. Einfach mal gucken, wenn wir C1 haben, ob die auf irgendwas schießen können. B's von der Seite. Wo? Auf der Insel? Von da schießen die, ja. Ja, mit dem Schief mitten in der Mitte. Aber warte mal, ich mach den SCB allein, ich krieg ihn. Ah, die Strike ist raus von denen. Ne, sind zwei SCBs. Ja, ich krieg hier von der Seite von den 50 Bs. Hoshi, fahr nicht dahin. Da schießen nee, die. Nee, aber zurück krieg ich von den 50 Bs von links. Ja, ich auch. Also. Ey, wow. Ja. Musst du so weit zurückfahren, dass du hinter dem Wrack stehst, was hinter dir steht. Ja. Können wir aber holen, ja. Glaube ich, ne? Ja, würde ich auch sagen, ja. Nimmst du den One-Shot erstmal? Nein. Hab ich jemand anders bekommen. Ja, vergiss es, ey. Ist tolle Position. Haben wir zurück. 4:30. Pushen aber weiter entlang. Pushen mit, ja. Okay. Robin, kannst du nicht den EBA raus hier auch am unterwegs? Nice. Ich meine, da hat ein bisschen RNG-Lag. Meine Schüsse gehen teilweise sonst wohin auf den Typen. Da ist noch ein One-Shot 277 am Wasser. Ich weiß nicht, ob da jemand reinkommt. Ich nehme ihn gleich raus. Oder auch nicht, er steht hinter dem Haus. Wir nehmen 260. Komm. 50s kommen. Eigentlich gut, HP ist gut. Alles gut, einfach runterspielen. 50 minus 3, der eine ist leer. Die ist gleich down. Bei uns zweimal an dem Wechsel. So,
welchen nehmen, Critical? Ja, mach mal, ich baue uns permanent. 50 minus 1, minus 2. Beide 50s im Reload. Oh, strich. Na, noch nicht ganz, oder? Doch. Das können die nicht mehr. Können die nicht mehr drehen. Atze, kannst du schießen, ja, ne? Darf ich mit 50 tot rammen? Nein. 260 vielleicht? Versuch das 277 zu nehmen, ja. Ach, da wartet. Ja, irgendwie muss ich meine Mission hier noch erfüllen, ne? Ja, ja, komm erstmal durch. Beim 277 in der Seite. Ach, die Geschichte. Ja, da muss ich mich verunfallen, irgendwie, keine Ahnung. Schade. Ganz dubioses 277 da hinterm Haus. Ist das CS wirklich so laut? Ich hab, glaube ich, in die Kette gezogen. Der kam vor mir, wollte mich pushen und dann ist er stehen geblieben. Hätte mal an. Aus, der hat von mir die Kette gezogen gekriegt, ein paar Mal. Ja, die sind aber auch nicht durchgefahren, die sind einfach stehen geblieben, alle. Du bist wieder Malle. Alter, moin. Diesmal fahre ich keinen Stritz. Ich so. Auch nicht. Ich weiß nicht, was wir fahren wollen. Ecke, du bist irgendwie am Rauschen. Wir nehmen. Müssen die angreifen, ne? Mhm. Also macht das doch hier oben mit den zwei EBRs in der Mitte. Die Mets hier. Ich versuche die zwei Stritzwitter hier nehmen und wir machen das so wie die eigentlich. Das würde das aggressiv hier holen und ein EBR muss dann hier vorne auch dann immer die Kreise ziehen. So wie die das auch gemacht hatten bei D9. Ich wollte das genauso spielen wie die. Nur wenn sie nicht hochfahren. Aber zwei Stritzen sind, glaube ich, zu viel. Ist einer zu viel. Ich würde einfach sagen, wir spielen das ohne Arti und dann halt aggressiv. Oder so. Aber wir machen halt einen Split-Push. Wir gehen sowohl zum Hill als auch hier unten dann. Also wir unten warten wir ein bisschen. Ja. Damit ja, mit den Mets unten, oder? Naja. Sehr kaum. Warte mal, wie machen wir das? Ne, wir holen jetzt erstmal den Hill einfach mit ohne Arti. Haben wir mehr Tanks auf jeden Fall oben. 3 EBR, 4 EBR. Was willst du? 3 EBR brauchen wir auf jeden Fall. Können auch 4 nehmen. Ist nicht so schlimm auf der Map, glaube ich. Sag, ob du ein EBR oder ein Chief haben willst. Grad 5. Ja, wächst runter. Wenn er selber fährt. 1, 2, 3, 4. Hier brauchen wir auch noch was anderes für den Müll, ne? Im Setup nur den 1. Nimm doch ein SCB-1. Dann machst du gute 6. Runden mit. Ja, auf der Map weiß ich nicht, ob ich was treffe, wieder. Ja, die werden sich da bestimmt auch nur auf der Nuller-Linie eincampen hinten. Problem an der scheiß Karte ist halt, wenn du den Hill nicht hast, kriegst du den Wald meistens nicht, ne? Warte, Sekunden. Ja. Der Lege will wissen, ob er einen Chief oder 140 nehmen soll. Wohl, vergesst, was ich gesagt habe, wir holen uns den unten Süden, wir holen uns das hier und wir cappen die dann einfach. 10 Sekunden, ready up, kommt. Chief oder 140? Er hat einen Chief drin und wollte wissen, ob er 140 nehmen soll, wegen Mediums zum Pushen irgendwo, vermutlich. Ja. Andererseits, das können wir auch nicht machen. Wir holen uns erstmal den Hill mit scheiß Chief Dance und 277 an. 907, 140, alles da hoch, der Leo. Die 4 EBRs. Ja, mach Leo, Triple Leo. EBR hier. Triple EBR hier und ich mach nur unten. Reicht. Okay. Der Leo wahrscheinlich dann hier so ungefähr. Genau, ja. Macht die Häuser kaputt. Zweifel. Wenn die nicht hinkommen, die 100, 140 und 907 wieder runter. Oder wie? Ja, sind schnell. Hm. Ja, die werden hier kommen. Die haben das Ufe ist übrigens auf K. Die werden nicht auf den Hill kommen, nicht wenn du zwei Stritzwagen hast. Hey, wir lassen dann auf dem Hill einfach zwei oder drei Chiefs stehen und der Rest, wenn wir da runterkommen.
Du willst nicht mit einer IS-7 oder 12. Sind das alle, sind das alle drei EWRs? Oder? Ja, ja, alle drei. Alle drei. Wastet euch nicht weg. 3 gegen 3 da irgendwo. Wenn dann Fokus ein. Tor hat bestimmt ein HyperX Cloud Headset. Ja, nur noch voll HP. Ja. Okay. STB. Ja. Haben die gar nichts in der Base? STB ist tracked. Wenn ihr den Hill habt, könnt ihr eigentlich oben farmen, ne? Base ist komplett frei. Ja, die bin, sagt halt nur der Linie, wenn sie drin stehen. Wie weit ist der AT-Schlag? Oh, das ist ein starker Punkt. Der ist durch. Okay. Auffächern hier oben. Siehst du, da kommt er schon. AT-Schlag ist raus. Ja, ja, der ist sinnlos. Alles gut. Ja, aber die haben es irgendwie nicht mit ihren AT-Schlägen. Ist doch scheißegal. Okay, der eine EBR ist One-Shot, der andere ist Two-Shot. EBR ist über Captain fahren. Sorry. Nee, nee. Ja. Da die ganzen Streuwagen hin. Denkt ja an links oben die Büsche. Ihr habt den Hill, ja, dann haltet ihr haltet das mit den Chieftains. Sieben da unten. Dann macht er unser EBR genauso einen Move mal hier durch, wie der andere EBR es eben gemacht hat, ja. Also in Richtung. Ich hab ein Problem. Leck mich doch am Arsch, das ist Timing wieder, Alter. Ja, da lohnt sich wirklich eine Art Strike aufzusetzen. Oh, nur geredet. Was soll denn das? Wir brauchen zu lange. Soll ich das 100, ne, das 140er aus dem Lohn sehen, nicht, ne? Hast du schon gestrikt? Sonst strike das. Nee, immer. Nee. Macht mal den Triple EBRs oder Double EBRs hier unten ein bisschen Action gegen die anderen beiden. Wir müssen diese Position hier haben. Einer von den Mediums, 907 oder so, du kannst eigentlich auch hier rüberfahren bis dann an das Haus. Dann kannst du von hier aus, kannst du da rein lunzen die ganze Zeit. Welche Position willst du haben jetzt mit den EBRs? Hier unten fällt. Ich will, dass wir das hier kontrollieren. Das hier oben halten wir einfach. Wir ziehen mal zwei, drei Heavys ab bis hier. Ja. Wir brauchen nicht auf dem Berg so viele Tanks. Du kannst... Was... Wir fahren mal hinten rum, da. Fahren wir mit den EBRs hinten rum. Das sind halt deren scheiß EBRs, One-Shots da mal irgendwie. Sollen wir jetzt, sollen wir mal irgendwie die Chieftains an den Stein rankriegen? Also noch nicht, noch nicht. Wir können das von hier machen. Ja, wenn da ein EBR rankracht und ganz alles spottet, dann könnt ihr von oben fahren. Naja, bis jetzt konnten wir nicht so richtig reinfahren, oder? Die Gästin ist immer auch hinten. Steht die denn da? Ach, da steht die. Ein Streuwagen wahrscheinlich dahinter dann. Eigentlich müsstest du mit dem 140 von hier, da, oder mit den EBRs auch, müsstet ihr da reinholzen können. Ja, da fehlt noch ein ganz schönes Stück. Ich will mal weiter hoch auf den Hill, ey. Kann man ja auch blind machen. Einfach direkt an den Stein da ran. Wo ist der denn noch da? Hier, wer kommt? Da kannst du mit den Chieftain nichts treffen. Melko, nimm mal die hier. Problem ist, der Gegner EBR einer, da, das muss halt sterben, ne? Ist halt wichtiger. Der letzte Leid von denen rausgeht. Steht hier hinten irgendwo. So, jetzt müssen wir die Spots zusammen haben. Natürlich, direkt Emmerich. Diese IS-7, ey, die piekt so frech. Wenn Melko hier piekt, hat er eigentlich die Spots da drauf. Fast 45 Grad Winkel Arti hat. Arti müsste auf K0 stehen. Oder J0. Da kannst du von hier oben nicht drauf wirken. Dann müssen wir uns die Pose hier holen. Und da geht's nämlich. Und hinterm Haus geht's. Aber jetzt seid ihr beide hier unten, ne? Ihr müsstet eigentlich dann hier hinten herfahren und euch dann von hier aus diese Position dann nehmen. Kannst du von da nicht wirken, Sammy? Doch, das Fenster jetzt. Ist echt reiß, die Sau. Oh, ja, ja. Die S7 steht da so scheiße. STB ist vielleicht auch kein schlechtes Ziel. Ja, STB ist getrackt. Oh, der war getrackt. Oh, krass, nee, natürlich nicht. So, nice. Nice. Also ich kann da schön reinfahren. Die vier ziehen sich weiter nach hinten. Und ich kann mitmachen. Brauchen wir also einen EBR, der jodelt.
Wir brauchen einen EBR, der jetzt sich die Eier in die Hand nimmt. Nur einen, bitte. Ich will eigentlich auch nicht aufgehen. Möglichst die Artis spottet. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr in Position seid, um die Artis abzufarmen. EBR. Ach, das Problem, dass ihr halt keine AP mehr habt. Nice. Jetzt kannst du es mit dem anderen EBR probieren. Vielleicht kommst du sogar in die Büsche rein, aber ich würde einfach wirklich durchfahren. Guck, dass ihr Positionen einnehmt. Vielleicht auch mit dem Chief jetzt hier vorfahren. Bis da musst du gucken und dann das wirklich in den Wald reinhalten können. Ich weiß auf die E7. Nee. Die E7 interessiert keine Sau. Wollen deren STRVs bzw. die Arti von denen rauskriegen. Jo, fuck. Ja, die steht hier ganz, ganz rechts, ganz, ganz hinten drin, hinter allen Büschen, die kriegst du nicht auf. Nicht von hier hinten. Kriegen wir irgendwie Spots noch auf den Müll da, dass wir das vom Hill farmen können? Gleich. Die haben sie wahrscheinlich auch runtergezogen. Hoshi, mach mal einen Run. Go. Ja. Da, los, der muss raus. Stritzer. Steht auch so tief, da 277. Wie tief fahren die denn? Ja, den hier, den oben an dem Stein. Komm nie ran. Ist egal, hat sich gelohnt. Komm, lass jetzt mal einen Push machen einfach. Wir haben noch 3 Minuten, die Artis von denen haben geschossen, einfach drauf fahren. Am besten nicht anhalten, wenn ihr HP habt, weil dann kriegen wir die SCVs und die Artis auf. Weil die stehen ja ganz in der Ecke hinten. Mhm. Arti? Nice. 277 One Shot. Wo sind da der andere Stutz? Tot. Ich bin mir noch angezeigt. Kommt. Oder doch nicht. Leute, wie ist jetzt die Lautstärke von mir und von den anderen? Ist das okay so? Ja, kommt. Alleine. 1v1 gut. Bei mir hören die sich gar nicht so laut an. Ach, das siehst du bitte, dass das Campen dort auf dieser Karte nichts bringt, ne? Die haben dasselbe gemacht eigentlich wie wir und da kriegst du eben auf die Fresse. Ja, du musst halt an dem Stein und am Hügel, an dem ersten Stein, da musst du ein Schief hin. Wenn die drin bleiben, dann kannst du es halten, sonst nicht. Ja gut, wir holen uns das Feld von der Seite, ne? Kann natürlich jetzt passieren, dass die ein Hardcamp machen. Oh Gott, E3 ist hinten rein. Wahrscheinlich werden nicht EBRs mehr Heavys, ne? Wenn die das machen, werden wir probieren, die zu cappen. Ja. Hier dann Tanks aufstellen und hier vielleicht noch was ein bisschen und dann versuchen wir da irgendwie so ein Triple Cap Schild, keine Ahnung was. Reicht ja, wenn wir irgendwie einen Light reinkriegen. Fahren wir überhaupt statt? Mit 50 Bs oder? Ich denke nicht, dass das nötig ist, stattzufahren, oder? Nee, keine 50s. Lass die mal weg. Komplett Feld. Auch nichts Langsames oder so. Nichts Langsames. Direkt die Mitte nehmen mit 260ern. Lass die nicht in diese Position da kommen. Aber nehmen wir 260. 5 Tanks Mitte, Rest oben. Und wenn die Mitte kommen, stellt euch einfach quer vor dieses Loch. Ja, reicht ja, wenn das einer macht, ne? Naja. Einer davor, dann kann es abfahren. Muss ich aufhören. Habe ich da was von Opfern gehört? Eine Opfernudel, die schmeißen wir dir gleich an den Panzer. Opfern ist aber nur einer und nicht 10. 10 ist Waste. Die Definition muss man aufschreiben. Wir machen das halt 9. Der andere vergisst, was er machen soll. Gibt doch immer den einen. Einen gibt's immer. Komm, ich melde mich freiwillig. Ich mach den, was er vergessen soll. Ja. Okay, gut. Aber was sollte er noch machen? Was? Was solltest du noch machen? War was? Er hat vergessen, was er machen sollte. Gut.
Der vergessen sollte, hat vergessen, was er machen sollte. Robin hat auch keine Stimme, ey. Zack, drehen. Jo, Hackfleisch, hau rein und vielen Dank für deinen Support. Wie immer. Vielen, vielen Dank. Eieiei. Oh, Hardcamp. Okay. Mehr Stahl gibt's nicht. Also über die Stadt hat es bisher nicht so wirklich funktioniert mit unseren Pushes. Wir können es probieren. Ja, da musst du doch gleich von hier so rüber daran. Du musst mit den Chieftains da ran und dann da die Halter nehmen und so und dann alles abfarmen. Schmeckt's? Sag, was du willst. Jetzt. Ja, probiert es. Probiert es. Stadt. Wir lassen letztes Mal probieren. Ein letztes Mal. Alle Stadt. Ich bin der Einzige, der fällt. Ich bin scheiß auf. Ja. Einfach alle Stadt. Das letzte Jodel. Möglichst viel hier, möglichst wenig hier. Dann das hier holen und das hier holen. Jetzt ist wirklich schon fast das letzte Kioten hier. Ach, hätte ich mal Heat geladen direkt. Mal gleich mal reinfahren, sind die Mäuse noch gar nicht da, ne? Ja, die E3 ja auch nicht, wenn du bekommst. Muss halt diesen Cross mit wenigst möglichst HP-Verlust dann mal bekommen. Machen wir, wo sollen die überall hinschießen? Das war nichts. Cooling. Teilt euch aber bitte ein bisschen auf ein paar da und noch ein paar hier, ne? Go. E3 ihr könnt dann hier die Halter und könnt ihr dann spielen und die abfahren, ne? Das müsste eigentlich gehen. Fuck, ey. Ja, aber nicht, wenn man seinen 277 so hinstellt. Ja, aber jetzt bin ich halt voll eingepackt. Sorry. Da steht übrigens noch ein E3, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber. Wollte eigentlich nicht sagen. Da steht eigentlich schon. Der Artischer muss auf jeden Fall gleich hier rein. Ja, verteilt euch mal ein bisschen. Airstrike ready? Da aufpassen an der Ecke. Ja. Ich versuche mal rüber zu kommen. E3 hat geschossen. Guck, hallo Max und Chat. Viel Erfolg beim Vorstoß. Olle Meier, vielen, vielen Dank. Der S kommt da. Vielen Dank für deine Resub. Ballern da, aber warum nein, jetzt hier? Der guckt mal nicht. Der guckt zur Kirche. Ja, haben wir angesteckt. Dieser S kommt da, ne? Eieiei. Jetzt kommt aus der Hölle. Danke für deinen 5 Monate. So frech, wie dieser S kommt da steht. Jetzt muss er jetzt hier raus. Machen die hier einen Repush oder was soll das hier werden? Ja. Wir müssen halt, wir können crossen, aber das wird. Einer kriegt auf jeden Fall den E3 schon. Alles gut. Nee, gar keiner kriegt den. Der 3 hat ja schon mehrfach geschossen. Er sieht mich hinter Büsche nicht mal. Also nicht weiter vorfahren. Ich kann den E3 farmen, wenn er so steht. Wir waren in dieser Chief, der da komplett rumgeschossen. Problem ist, die haben immer noch doppelt so viel AP wie wir. Tja. Dieser S kommt da, ey. Alter. Dieser S-Konk wird auch immer frecher da hinten in der Ecke. Meine Güte. Du hast ja noch kein E3 durch den Turm kassiert. Ich habe aber auch schon E3 beim Crossen von kassiert. Das ist aber fair. Nicht einmal durch den Turm durch. Über der Kanone im Snapshot. Oh nee. Kein Heat mehr, das ist ein Problem. E3 Traffic. So scheiß. Jedes Mal der scheiß Arsch. Ja, wir haben noch 4 KP. Also über die Stadt, ich weiß jetzt nicht, was da genau passiert ist, aber es funktioniert nicht. Oder ihr lasst euch einfach austraden. Naja, aber wenn wir da alle stehen, wir stehen da mit viel zu vielen Leuten und viel zu wenig. Ist ja nutzlos, die stehen alle irgendwo hinter. Ja, da das Problem ist, wir sind einfach zu viele hier an diese Ecke gefahren. Was ist ja denn, wenn man direkt ein bisschen weiter pusht? Geht das wäre das einzige gewesen, da stehst du so Kanone bis, an Kanone. Bis H1 an das Haus zum Beispiel direkt. Ja. Dass man die 2 Schießscharten dahinter auch gleich noch mitnimmt. Ja, genau. Ja, dann hast du auch Deckung. Also ich würde sagen. Natürlich. Oder man probiert halt wirklich die zu cappen, ne? Na, du musst glaube ich hier mit diesen Chiefs ran und mit 140er 277 wirst du Felddruck machen, Crossfire. Du brauchst diese Straße da, ne? Irgendwie. Ja, du kannst aber nicht mit allen Leuten hier da so auf G1 stehen oder so. Du musst auch übers Feld die auseinandernehmen.
Und dass wir in zwei Richtungen gucken müssen. Ja. Als das der E3 da alleine war in der Straße da, den hätten wir wegrommeln müssen. Ja, aber der stand alles noch an der Ecke alleine. Ja klar, ja. Aber wärst du reingefahren, ja, hättest du auch. Ja, bin ich ja. Ich hab's ja versucht, da hinzukommen, aber dann hat er mich angesteckt, die Drecksau. Ich weiß nicht, ist denn die Vorlöschdirektive ist drauf? Ja, whatever. Trotzdem gebrannt ohne Ende, die Scheißkarre. Was willst du haben? Lantronix, du geile Sau. Ein Jahr dabei, ich danke dir. Oh, wir verteidigen jetzt. Vielen ja, Dank. Warum? Ich wollte noch mal kurz die keramische Abteilung besuchen. Ja, aber weiß nicht, ob wir für die. Also ich bin ja kein Fan davon, sich reinzustellen, wir greifen die trotzdem wieder. Können wir ja eh nicht. Ja, wir können das gerade so wie eben machen, Map Control haben vielleicht, also Hill ja. Und dann gucken. Ich sehe das auch so. Die Frage ist bloß eine Art oder keine? Eine GW nehmen wir mit. Und dann spielen wir es wieder genauso wie eben. Triple EBR hier. Tiefs im Berg holen mit 277ern und dann vielleicht noch hier zwei Mediums oder sowas. Und das ist gut. Alle kommen dann mal EBR nehmen, dann kann ich die GW hier reinpacken. Die einzige Art, die jetzt ne, hat keiner sonst. Nee. Passt doch. Eins, zwei. Wenn hier nichts geht, EBR-technisch, dann könnt ihr eventuell sogar mit auf dem Hill fighten. Ne? Das ist, na, dann werden wir sehen. Gucken. Könnt auch überlegen, direkt einen da hochzuschicken. Das ist jetzt auch das letzte Game. Müller, ja, wäre bestimmt nicht schlecht gewesen, ob ja. Wir das jetzt volle 15 Minuten ziehen? Aber, das Problem ich glaube, ist nur, wenn die jetzt gewinnen, dann haben sie auch gewonnen, ne? Ich glaube, das wäre so oder so in die Hose gegangen. Nee, das ist so ein Gene. Sicher? Die greifen dann unsere Frontlinie an, theoretisch. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Das müsste man ja auch mit erklären. Müsste man ja auch mit erklären, wie das funktioniert. Ja, wir gewinnen einfach, da brauchen wir da noch nachgucken. Ich weiß gar nicht, wonach das dann geht. Also die erste Runde zählt irgendwie nicht so. Also wenn du die erste Runde gewinnst, dann zweimal verlierst, zweimal gewinnst oder so, hast du trotzdem verloren am Ende. Hm. Irgendwie egal. Und danach kommt es halt darauf an, wo du am Ende stehst. Also wir haben am Anfang verloren, dann gewonnen, dann nochmal gewonnen, dann jetzt verloren und dann letztes Game. Müssen wir jetzt gewinnen, Punkt. Ich glaube, wenn wir verlieren, ist es ein Unentschieden. Bin mir jetzt nämlich nicht ganz sicher. Ich meine schon. Okay, Maverick, spotte hier passiv. Also nicht in der Mitte fahren, sondern einfach nur chillen passiv. Sonst machen wir Triple EB Action hier rein. Die kommen bestimmt einfach übers Feld geballert und cappen uns weg. Hm. Mit den Artis, genau. Ja. Also den Hill werden sie nicht kriegen gegen unsere Chieftains, glaube ich. Wenn ihr jetzt gerade auf dem Hill fahrt, macht man ein bisschen die Häuser kaputt hier. Reicht, okay. Dass wieder drei Chieftains auf dem Hill fahren oder vier maximal? Nö, können ja erstmal mit allen hochfahren, weil wenn sie dann top kommen sollten, es kann sein, dass sie mit dem Setup Hill pushen. Ne? Genau, rückfahren ja. Kann man immer noch. Oh, nice. Maverick, was hast du kassiert? Alter. Ja, die aim alle ab. Gleich einen Chief bei C1 lassen? Nee, oder? Okay. Super. Schicke ich dich nächstes Mal einfach hier hin. Wäre besser. Aber ich weiß auch nicht, ich bin nicht offen gewesen. Keine Ahnung, wie die mich da jetzt getroffen haben. Soll ich unten bleiben zum Base steffen? Was mit Sicherheit offen. Ja, aber Lampe nehmt war nicht euch an. Den Berg mit drei Chieftains. Das sollte reichen. Der Rest kommt da sowieso nicht hoch von den Gegnern. Jetzt hier zwei hinstellen, ja. Da so stehen, ich fahr vor, ich hab besten Tarn. Strike den scheiß Stein da weg. Ich kann da halt auch stehen. Fünf Leute am Stein von den Gegnern. Ja, aber. Ja, ich bin auch drauf. Ja, dann stell ich mich halt noch hinten rein. Wie rennt er denn? Oh, sorry. Ich werd auch wie ein Geisteskranker da.
Hierzu. Geiler. Kann ich einer von dem Stein hier den farmen? Bin ich rein da? Die kamen mir aus auf dem Feld. Mhm. Ja, also, ja, die stehen da, haben sich nur die Ecke genommen. Da unten stehen die. So viele dürften das aber eigentlich nicht sein. Drei. Damit. Haben wir mit zwei zurück bis hier, wenn es geht. Da seid ihr offen dabei. Die Mediums haben mich außerhalb der Ränder gesnackt, ist doch lächerlich. Ich habe den Stein noch einmal angeleuchtet. Kann ein Schief denn von hier oben von der Ecke das hier farmen? Ach, hast du den? Oh, ich glaube, ich ertrinke. Oh ja. Was ist das? Mann, Seifensteine. Sorry. 140er hier ist immer offen. Oh, ich schwenk mal mit der Artio. Mit dem Reload, Kollege. Er hier checkt auf alle Fälle nicht, dass er Dauer gespottet ist. Ja, das ist gut. Ich bin erst drauf, hab 15 Sekunden. Ich glaube, sie checken es beide nicht. Das ist so gut, so mach mal nix. Ich hab auch 7. Nee, ich mache nix. Kann ich gar. Genau dazwischen setzen oder auch drauf. Mal gucken. Setz auf den, der bewegt sich eh nicht, der denkt, er ist angespottet. Kriegt jetzt. Call me Hurensohn. Oder auch nicht. Call me Hurensohn. Ja, wär mal cool, wenn der weg wäre, dieser Typ dann damit, er nervt mich hart. Mal drauf. Fünf. Ich komm leider nicht ran. EBR bei dir? Gap. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie aktiv werden müssen oder so. Wieso nur 173? Tot, nice. Ja? Tot. Versteh ich nicht. Jetzt campt das aus. Den bin ich drauf. 14. Bin auch noch drauf. 4 Sekunden. Sollen wir mal versuchen, einen hier an den Stein zu kriegen? So, was ist das denn, ey? Wie Glück haben die denn? Oder wir haben weniger Kanonen und wasten mal keine Tanks. Zu spät. Alter, das kann doch sein. Warten, bis wieder okay. Ja. Schuss ist raus. Nice. Alter, wird automatisch ein Feuerlöscher. Wahrscheinlich. Oh, er schießt auf mich hier blind. Oh, Mitte. Nicht auf. Mitte ist krass. Warum verlieren wir Tanks? Komm. Nicht ran. Ich bin aber auch gerade. Wo ist denn der Light von noch da? Okay. Nice. Achso, du triffst mich mit Heat oder was? Kann ich. Wie pushen den Hill? Echt? Kriegen sie das hin? Nimm mal die Chieftains jetzt und holt euch das in EBR ein Chieftain und ein Chieftain in 140. Jo, mit mal 140. Oji, bist du noch hier nach den zwei? Ja, ich bin ja auf dem rechten, ja. Wenn er nicht so weit abhaut. Schuss geht raus hier, also gucken. Keine Anzeige, der rechte ist aus, ne? Zu. Der andere haut ab. Ist schade. Ich geh da mit. Gap, kannst du nicht dahin pushen? Kann ich jetzt, wenn er weg ist. Mach das.
weiß ja nicht, ob wir Not dazu Razor haben. Razor eigentlich drauf. Auch. Razor auch. Fahr auch hier drauf. Hoshi, du bist da drauf, ja? Ja, ja, bin ich noch. Ich bin bei dem anderen. Oder fahr den aus der Mitte ab, Razor. Bei CBR. One-Shot. War nix. Gabby muss auf den Hügel schwenken. Ja, ja, mach. Haben noch 15 Sekunden hier oben. Leon, bist du schon alleine da? Scheiße. Ja, sorry. Hi, Dudes. Warum schwenkst du auf den Hügel? Schieß hier rein. Zwei auf 140er Waffe. Wow. Ist jetzt schon ein bisschen unfairer. Gewinnst du Gap, oder? Kommt drauf an, wie viele Artis jetzt hier noch kommen. Keine. Komm mal zu dir. Bin da drauf, hab 20 Sekunden. Gut, hat sich erledigt. Gut. Okay. Stehen wir gut? Ich versuche das hier zu spotten, ja. Ja, ich bin da drauf, hab 10 Sekunden. Du hältst am besten den Stein hier. Die haben noch 2 Minuten, um zu pushen. Also, um zu gewinnen. Naja, ich guck mal, ob ich was sehe. Hier muss ja was kommen jetzt. Bin hier drauf. Also eigentlich brauche ich hier noch nicht stehen bleiben, oder? Oh, schon mal ziemlich Schuss ist raus. Also sehr gut. Schieß schneller als ein Schatten, ey. Ja, sicher. Ich hab 190 Damage, das ist so traurig. Der andere hat maximal 200 irgendwas HP noch, der da oben war. Der Leopard 1 müsste mega low sein. Ja, der kann auch nichts mehr haben. Den habe ich geartistracked. Ja, ich habe leider in das andere, in den anderen Haufen reingeschossen da. Bin jetzt hier drauf. Ja, wieder nicht durch. Angreifen. Und müssen die überhaupt an? Die müssen angreifen, ne? Ja, die müssen wir haben angreifen, ja. Stadt haben wir eben verloren. Ach, scheiße. Reicht rein. Los, hol dir die Artis! Schuss ist raus. Und nur hingewackelt. Ging daneben, ne? Ja. Ah, oh, das tut gut. Oh. Leichter. Oh, das endlich mal was getroffen. Ja, vor allem diesen Wichser, der mir die ganze Zeit ums Sack gegangen ist. Sorry, Missklick. Das passiert schon mal. Bin da drauf. Schuss ist raus. Als ob die GW dich gesehen hat. Headdrive wäre für mich gewesen. Sind das 3 Gunmarks? Ist der ekelhaft. Hab ich auch gerade gedacht, Party? Alter. What? Ja. Der GW. Ist ja schwul, Alter. Bäh, ist ekelhaft. Ja, wenn du die Schwitzer siehst, die auf ihrer CGC 3 haben, ey, dann mach da mal los. Nee, will ich gar nicht sehen. Gar nicht wegbannen. Mac Bundy weg. Raus. Ich meine auch. Ja, immer schon auf die eigenen schießen. Nee. Ich meine, auf eine 261. Nee. Ah. Auf eine 261 in der Skater, das ist ja noch. Das ist schon hintergefahren eben, oder war sie den Schuss rausgehauen hat? Hallo, ja, Paule. Moin, Nightsand. Moin, Fentanz. So. Hallo, Marshmallow. Okay.